Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 2. Ich hab jetzt mal ein bisschen... Ich habe hier keinen einzigen NPC gefunden, der Lebenssteine verkauft. Aber ich habe mal die Ausrüstung noch ein bisschen verbessert. Und zwar das Langschwert ist jetzt auf plus 8. Ich habe auch den Bogen jetzt mal auf plus 5 gebracht. Und das Stranglei-Kettenhemd auf plus 3. Und ich denke, ja doch, das war es sogar schon. Auf jeden Fall habe ich mal ein bisschen, wir haben ein bisschen glitzerndes Titanit gefunden. Das habe ich dann gleich noch ins Kettenhemd gesteckt. Und jetzt dürfen wir natürlich auch entsprechend etwas bessere Chancen haben, was Schaden angeht. Wir haben auch schon lange kein Knochenpulver mehr gefunden. Fällt mir übrigens auch gerade auf. Ah, okay, wir sind jetzt also im Sonnenturm, beim Sonnenturmzugang. Das ist nochmal ein extra Gebiet, okay. Naja, dann schauen wir doch mal, wie das jetzt laufen wird. Ich bin ja mal gespannt auf den Sonnenturm. Nach dem Ladebildschirm. So. Wir haben jetzt hier eine... Ich komme hier gar nicht mehr auf die Plattform da oben rauf. Das heißt, ich muss jetzt hier diese Leiter benutzen. Okay, und da oben brennt schon wieder alles. Die geht irgendwie weiter rauf, als ich gerade... Ja. Bist du der Typ aus dem Glockenturm? Oh, bitte keine Gargoyles mehr. Jupp, das ist ja hier sind schon wieder lauter Helme. Und den Glockenhüter. Ja, warum nicht? Vielleicht bringt's ja was, wenn ich das hier jetzt nochmal mache. Vielleicht gibt er mir dafür ja was. Nein, nein, ich wollte mit ihm reden. Ich wollte nicht die Leiter runterklettern. Ah, es gibt also auch noch einen Prinzen. Nicht nur eine Prinzessin. Ah ja. Ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass da ein Boss hinter der Nebelwand ist. Ich bin mir ziemlich sicher und ich hoffe, es sind keine Gargoyles. Okay. Naja, viel zu verlieren haben wir nicht, also aufi. Oh nein! Wir sind einfach nur im Sonnenturm. Alles klar. Oh, du bist groß. Oh, machst aber vergleichsweise wenig. Wow! Ja, ist gut. Ihr macht Aua, hab's verstanden. Oh, ich komme hier gerade nicht zum Heilen. Okay, jetzt komme ich hoffentlich zum Heilen. Oh, was ist das denn hier schon wieder? Oh. Na super. Ach, ich sehe es. Es kommen wieder Gargoyles. 10.000 Gargoyles auf einmal diesmal. Das letzte Mal waren es noch zu wenig. Oh, eine Balliste. Der hat mich gesehen, oder? Das, ja. Ich wollte gerade sagen, das Schwert hat angefangen zu brennen. Bei der Gelegenheit muss ich auch mal gucken, wie viel Feuerabwehr eigentlich das Drang-like-Schild hat. 55 plus 2,6. Naja. Haben wir denn einen richtig effektiven Feuerschild? Ja, der hätte immerhin 65. Der ist das Holz, das ist klar, dass der Lichterloh anfängt zu brennen. Der hier hätte 70. Ist allerdings ein Großschild. Ne, im Moment, der ist sogar leichter als der Drang-like-Schild. Hat aber keine 100%ige Hiebabwehr. Nee, das fangen wir gar nicht erst an. So, was passiert denn, wenn ich die jetzt abfeuere? Vielleicht öffnet sich dadurch ja was. Kann ich die eigentlich lenken? Nein.
Nee, passiert nichts. Das zielt genau auf den Eingang, oh Gott. Das sieht mir nach einer Falle aus. Ah, er kommt, okay. Ich wollte gerade sagen. Oh, das ist so einer, den hatten wir doch schon vor dem Henkerswagen als rotes Phantom. Sowas wie dich kennen wir doch schon. Aua. Okay, der hält aber nicht annähernd so viel aus wie der vor dem Henkerswagen. Ist aber trotzdem noch ziemlich gefährlich. Oh. Da ist ein Hebel. Da ist ein Raum mit einer Leiter. Ziehen wir mal am Hebel. Das läutet die Glocke. Ich schätze mal, wir haben wieder den Bossraum geöffnet, wie bei den Glockengargoyles im Mondturm auch schon. Ja, ich höre ein Gitter, das hochfährt. Wir haben den Bossraum geöffnet. Ah, jetzt geht's über die Dächer. Ich wollte gerade sagen, da kommt er hier gar nicht drauf. Aber er hat innen. Oh. Er hat das... Wie hieß es? Everlance. Die Armbrust, die dreimal schießen kann. Oh Gott. Ich bin doch extra dem Eid beigetreten, damit das nicht passiert. Ach, ein rotes Phantom. Okay. Okay, der wird wahrscheinlich da unten bei den vielen stehen. Nee. Na, da ist jetzt offen, ja. Da ist ein Boss dahinter. More Gargoyles. Please. Ja, eigentlich nicht, aber kommen werden sie, ob ich es will oder nicht. Okay. Wo ist das rote Phantom? Ich werde sehen, wenn es mir gleich ins Kreuz springt. Ein Einfallspinselgewürz. Okay. Okay, okay, okay. Ich gehe mal davon aus, dass die hier hoch können. Nein, okay. Ach, die haben alle das Everline. Doch, die können hier hoch. Wo ist das rote Phantom? Ich fühle mich gerade etwas in Bedrängnis gesetzt. Weil das rote Phantom wahrscheinlich gleich von hinten kommt, während ich jetzt mich mit dem hier rumärgern muss. Backsteppe ihn. Das hat bei dem roten Phantom auch geklappt. Warum kann ich ihn jetzt bitte nicht verletzen, während er am Boden liegt? Naja, Hauptsache er ist tot. Wo ist das rote Phantom? Hm. Wahrscheinlich unten beim Hebel. Der wird doch wohl nicht im Bossraum gespawnt sein. Solche Aktionen fangen die doch jetzt nicht an, oder? Dass rote Phantome jetzt schon in Bossräumen spawnen können. Wie ist der jetzt eigentlich darauf gekommen? Ach, da ist eine Leiter. Hey, du da. Das kann ich auch. Aua. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich hätte rollen sollen. Aua. Naja, okay. Ah, ich sehe es. Das rote Phantom hat den Hebel wieder gezogen. Die Tür ist wieder zu. Die Nebelwand ist weg. Oh, ist das fies. Das heißt, ich muss definitiv das rote Phantom besiegen. Na, okay. Gucken wir mal, wie es so wird. Nach dem Ladebildschirm dann. Gucken wir mal. So. Leiter nach oben. Und ich habe aber noch den Bogen ausgerüstet. Das muss ich gleich noch ändern. Ah ja. Okay. Jetzt kommt der da. Wo ist dieser Große hin? Dieser Magier oder was der darstellen sollte. Steht der hinten bei der Balliste? Nee. War das ein einmaliger Gegner?
Tatsächlich, weil der mit dem Großschwert hier ist auch weg. Oh Gott sei Dank. Das sind nur die Kleinen. Das andere sind einmalige Gegner. Dann ist das Ganze ja hier relativ unproblematisch, weil die sind relativ gut in Schach zu halten. So. Dann gehen wir doch mal kurz nach oben, damit das rote Phantom auch schön spawnt. Beziehungsweise da oben ist ja auch noch so ein kleiner mit dem Avalanche. Oder ist der auch? War der auch einmalig? Ja, aber... Ach, doch. Dann gehen wir mal zurück und gucken uns dieses rote Phantom... Moment, vielleicht sehe ich ihn sogar. Da ist er nicht. Ich gehe davon aus, dass der da drüben in dem anderen Turm steht. Ja. Da brennt was. Er ist also definitiv in der besseren Position, weil er schon auf mich zulaufen kann, während ich die Leiter runterrutsche. Da ist er. Der Glockenhüter. Hau zu mit deiner blöden Waffe, los. Und hör auf, so viel auszuhalten. Oh, der Feuerschaden geht nicht durchs Schild, okay. Er macht keinen übermäßigen Feuerschaden. Das ist angenehm. So. Ist die Nebelwand noch offen? Wir werden es gleich sehen. Schauen wir doch mal. Schauen wir mal. Nein, oder? Er hat es zugemacht. Ja, er hat... Ach so, die Nebelwand war nur wegen dem roten Phantom überhaupt da. Upsi. Okay, ich denke, mit zwei von denen werde ich schon fertig. Vor allen Dingen, weil der erste schon tot ist. So. Moment, ich habe da gerade aus dem Augenwinkel was gesehen. Da steht doch noch einer. Ach nein, das ist ein Item. Okay. Okay. Einfallspinselgebürz. So, geht's hier irgendwie wieder raus dann? Nee. Was ist das hier nur für ein Gebiet? Truhe. Okay. Selbstverbrennung? Ich habe so eine Vermutung. Und es hört sich nicht gut an. Diese Pyromantie erzeugt eine Flammenhülle und verbrennt Feinde in der Nähe des Wirkers. Der Zauber ist gefährlich, da er im aktiven Zustand auch den Wirker verbrennt. In Flammen zu stehen ist nur halb so schlimm, wenn einen das Begehren verzehrt. Ich hab's befürchtet, ja. Das wird wahrscheinlich konstant Feuerschaden machen, was eigentlich ziemlich schmerzhaft sein dürfte. Weil Feuerschaden in der Regel ja ziemlich heftig ist. Tryklops-Schlangenpastillen. Aha. Stärkt vorübergehend Versteinerungsresistenz. Pastillen mit rostigem Geruch stärken vorübergehend die Versteinerungsresistenz. Erzählungen berichten oft von der heiligen Elisabeth, deren einzigartige Medizin und Tränke bis in die heutige Zeit häufig eingesetzt werden. Okay, da hinten sehe ich auf jeden Fall eine Tür. Heißt das, dass ich hier jetzt Gefahr laufe, versteinert zu werden? Ach, und hier geht's wieder. Ins Eisenschloss. Habe ich jetzt was übersehen oder ist das echt schon alles? Diesen ganzen Weg hier für Versteinerungspastillen und eine Menschlichkeit? Na gut, und hier? Aber das ist irgendwie... Das ist echt schon alles? Kein Boss, keine Gargoyles, kein gar nichts? Naja, okay. Wenn ihr meint. Immerhin hat es ganz gut Seelen gegeben, dieser kleine Exkurs. Und vielleicht haben wir ja... Nein, wir haben ja eigentlich keine bessere Position, weil jetzt stehe ich ja gleich wieder am Leuchtfeuer. Okay, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Da ist Aua, eine Kristallechse. Alles ist voller Items.
Ich werde mit Pfeilen beschossen. Von da hinten irgendwo. Ach, das ist der wahrscheinlich. Ah, nee. Da unten irgendwo steht einer. Den sehe ich nur gerade nicht wirklich. Aber von da ist der Pfeil. Ach, da steht er. Jetzt sehe ich ihn. Da stehen zwei Dickerchen. Da kommt überall Feuer raus. Und da ist eine Nebelwand. Da steht auch ein Dickerchen davor. Und da ist nochmal der andere Bogenschütze. Oh, und da ist eine Truhe. Donnerquarzring. Warum kriege ich hier den Donnerquarzring? Erhöht Blitzabwehr. Ich dachte es mir schon. Warum kriege ich hier Blitzabwehr? Das ist... Ja, vielleicht gegen die Schwerter von denen. Moment. Ich merke gerade, jedes Mal, wenn ich hier an dieses Leuchtfeuer gehe, muss ich den kompletten Sonnenturm ablaufen, bevor ich hier wieder hinkomme. Das ist irgendwie fies. Muss ich ja schon mal so sagen. Das ist echt mies. Ach ja, hier habe ich ja die Tür wieder zugemacht. So, das Dickerchen werde ich versuchen, hier drin zu besiegen. Das Dickerchen ist gar nicht mehr da. Hier ist ein Hebel, den habe ich noch gar nicht gezogen. Was bringt denn der? Ah! Okay. Finde ich in Ordnung. Finde ich gut so. Finde ich gut so. Dann, damit hat sich das Dickerchen-Problem schon mal erledigt. So, und jetzt habe ich... Den muss ich fast ausschalten. Der macht mir zu viele Probleme sonst. Na, wenigstens mache ich ihm jetzt ganz angenehmen Schaden. Durch die Verbesserung des Bogens und das Geschicklichkeits-Upgrade. Das ist schon gleich viel angenehmer und viel schneller Tod bringen. Okay. Moment, jetzt stellt sich... Ich fahre das nochmal hoch. Waren da Items auf der Plattform, auf der die gestanden sind? Wenn ja, möchte ich die natürlich auch bekommen. Vielleicht haben ja auch die Dickerchen was gedroppt. Das sieht man ja nicht, wenn die da in die Lava gefahren werden. Ich gehe erstmal auf die Plattform drauf. Vielleicht bringt mir das ja schon was Besonderes. Okay, ich komme rüber zu dem, aber ich will ihn eigentlich ganz gerne in dem Fernkampf halten, damit ich mich nicht mit seinem Schwert rumärgern muss. Und das macht jetzt irgendwie schon wieder... Aua, da steht ja... Ich habe den anderen vergessen. Aua. Schild, 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 Schild. Ich darf den jetzt auch nicht abvisieren, weil er sich sonst umdreht. Ich gehe nochmal nach unten kurz. Moment. Einmal heilen. Eigentlich müsste ich jetzt primär den da unten ausschalten, aber das habe ich mir jetzt... Kristallechse! Nein! Och Mann. Ja, schießen sie natürlich beide auf. Dreh dich doch nicht um, nur weil ich ganz leicht den Controller antippe. Moment, aber ich könnte mich wahrscheinlich sogar so hinstellen, dass er da unten mich gar nicht trifft. So. Das Einfachste wird trotz allem sein, hier in den Nahkampf zu gehen. Nicht runterfallen. Ich fall sonst hinterher. Oh oh, er trifft mich, oder? Das geht doch wieder durch den Boden durch. Nee. Okay. Dann hole ich mir hier schnell die Seele. Da hinten steht auch einer. Warum leuchtet das so blau? Ist das noch von dem Pharos? Um den kümmere ich mich erstmal noch nicht. Ich kümmere mich erst um den da unten. Das sieht mir nämlich alles noch... Oh, ich habe gerade eine Falle aktiviert. In dem Moment, als ich drüber gegangen bin, habe ich es gemerkt. Da war es nur leider schon zu spät. Ist mir jetzt egal. Dann triffst du mich halt einmal.
Ich habe mir gerade den Rück und den hin. Wow. Jetzt trete ich tatsächlich nochmal drauf. Ein Sprung ist angesagt. So. Oh. Ich krieg definitiv noch was gegen die Feuerverletzung, weil da komme ich sonst unmöglich hin. Da kann ich noch so viel auf Feuerresistenz skillen. Das kann nicht klappen. Das mache ich jetzt schnell mit dem Lebensstein. Das war aber dann eine Rolle statt einem Sprung. Und dann warte ich, bis ich voll geheilt bin. Dann überlebe ich es wenigstens, falls ich doch nochmal rolle. So. Gut. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir uns hier dann weiter umgucken, beende ich hier erstmal den Part. Falls es euch gefallen hat, seid doch auch das nächste Mal wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal Tschüssikowski, euer Pagu.